Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Nun, wir sind jetzt im Xexel Arc, nachdem wir 5Ds jetzt fertig haben. Komplett. Und ja. Ich habe mal gesagt, ich weiß nicht, sollen wir das Intro machen oder nicht. Ich habe einfach Nein gesagt. Weil es ist eigentlich nur so, wie man Exis-Beschwörungen macht. Und das ist halt jetzt nicht wirklich, wirklich besonders. Machen wir es einfach. Sechste Geschichte wird geladen. Die Geschichte von Yuma Tsukumo beginnt an einem Tag wie jedem anderen in der örtlichen Mittelschule von Halfland City. Dort sah er, wie sich sein Freund Bronk und Shark mit Shark dem Schulschläger duellierte. Shark war ein starker Duellant und meisterte Exis-Beschwörungen. Oh, danke für das Duelle und dein Deck. Nicht so schnell. Wer bist du? Ich heiße Yuma, bin ein guter Freund von Bronk. Bronk und ich hatten eine Vereinbarung, der Gewinner bekommt das Duelldeck des anderen. Ist das wahr? Ja, ist es. Aber ich musste es tun, er hat mich Feigling genannt. Na schön, wenn du meinen Freund herausforderst, fordere ich dich eben heraus. Wenn du mich besiegst, gebe ich dieses Deck zurück, aber wenn ich gewinne, Yuma, dann bekomme ich dein Deck. An jenem Sonntag hielt Yuma sein Versprechen und trat gegen Shark an. Ich hoffe, du hast dich von deinen Karten verabschiedet, sie werden nämlich gleich mir gehören. Tut mir leid, aber das Einzige, was du von mir bekommst, ist eine gute alte Abreibung. Apropos den Fluss fühlen, das tue ich. Den Flow, meint er. Das ist die Halskette mit seinem goldenen Schlüssel von Yuma ein. Da ist sich Yumas Mut ein Wesen aus einem unbekannten Reich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Der ist Astral. Und ich will da jetzt nicht weiter reingehen. Ich habe Xexel nicht gesehen. Also, lass mich erklären, das Exis-Monster. Was Exis-Monster sind und wie sie beschworen werden. Exis-Monster, eine Monsterkarte mit schwarzem Rahmen. Du kannst diese Karte nicht zu deinem Main-Deck hinzufügen, stattdessen werden Exis-Monster in deinem Extra-Deck wie Synchron-Fusionsmonster gehalten. Gigabrillieren. Wenn du ein Exis-Monster beschwören willst, brauchst du eine Reihe von offenen Monster auf dem Spielfeld, um sie als Exis-Material zu verwenden. Die Anzahl des benötigten Exis-Material wird zwischen Exis-Monstern variiert. Die Stufe der gewählten Monster, die als Exis-Beschwörmaterial gewählt wurden, muss dem Rang der Exis-Monsters übereinstimmen, die du rufen möchtest. Zum Beispiel, um MX-Säbel-Beschwörer zu beschwören, benötigst du zwei Monster Stufe 3 im Spiel. Während der Mainphase, die Exis-Materialien werden gestapelt und du kannst das Exis-Monster auf ihnen von deinem Extra-Deck beschwören. Dies wird Exis-Beschwörung genannt. Weil man spielt halt auch Geschützturmkrieger. Wer kennt ihn nicht? Lass uns loslegen. Zunächst brauchen wir einige Monster im Spiel, um eine Exis-Beschwörung durchzuführen. Setze das Koala in Verteidigungsposition. Bereiten wir uns auf den nächsten Spielzug vor und setzen Exis für die Wiedergeburt. Endphase. Umikura, Gefahr aus dem Wasser. Ich kann jetzt zwei Sachen specialen. Oder zumindest eine setzen und eine specialen. Leviathan Drache. Und der hat sogar eine Animation. Heiliger Strohsack. Reginald Castle, Shark. Lass uns Kranichkran benutzen, um das Koala vom Friedhof zu beschwören. Beschwören! Ja. Die gute alte Death Koala. Und jetzt lass uns Exis. Lass uns MX-Säbel-Beschwörer. Will ich Spezialbeschwörung? Beschwöre in der Exis-Beschwörung. Kann ich auch. Das ist auch eine recht coole Animation eigentlich. Exis sind quasi die coolere Beschwörung, der coolere Version von Synchro. Als nächstes lernen wir, wie man die Fähigkeit eines Exis-Monsters einsetzt. Versuchen wir nun, den Effekt des Exis-Monsters zu nutzen. Wie du siehst, kannst du ein Material abhängen, ein Erdemonster vom Typ Krieger der Stufe 4 als Spezialbeschwörung aus deinem Deck zu beschwören.
diesen Effekt, indem du auswählst und im Menü Effekt aktivieren willst. Jo. Stimmt, ich muss ja Steinwaffe-Einheit. Jetzt haben wir ein Monster, das die Wehrdrache zerstören kann. Achso, mit dem wir. So, ist ein Leviandrache tot. Das Spiel verlässt, geht alles Exis-Material auf den Friedhof. Ist sehr nützlich. Bringen wir ihn mit der Feindkarte zurück. Wiedergeburt. Und dann bekommt die Karte sogar als Material. Immer ist das Monster der Stufe 4 beschwören. Goblinberg. Und jetzt beschwören wir Utopia. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die ganzen Bossmonster von den Main Character eigentlich alle 2500 Angriffspunkte haben? Ich weiß nicht, ob man mich jetzt verstanden hat, weil es so laut war. Aber sie haben alle 2500. Schwarzer Magier 2500. Neos. Standstoppdrache. Utopia. Buntäugiger Pendeldrache. Alle 2500. Merkt euch das mal. Denkt mal dran. Das ist ein mächtiger Krieger, der sich gut für Schütze im Krieg eignet. Jetzt opfern wir einfach Utopia. Und geschützt zum Krieger zu specialen, damit er 3700 hat. Und jetzt Wiedergeburt. Los! Utopia. Beim Utopia ist halt ein bisschen kacke. Wenn das kein Material hat und da ich mal irgendwie angegriffen wird oder so, dann zerstört die sich selbst. Wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, solange sich kein Material hat, zerstöre diese Karte. Bist du nur ein Utopia-Monster? Ausgezeichnet, ist alles, was übrig bleibt, um das Duell zu beenden. Also, die Sache ist, was ganz wichtig ist, die haben kein Level, sondern die haben einen Rang. Und Utopia ist momentan Rang 4. Die werden quasi von sowas nicht beeinflusst. Was ist Stufe 4 oder höher, können nicht angreifen. Weil es Rang 4 ist, ist es dementsprechend kein, hat es nichts damit zu tun. Also, die Karte triggert dann nicht. Aus dem Duell fand Yuma heraus, dass sein neuer Freund eine Art Verbundenheit mit dir, neuen Karten entwickelt. Diese Nummerkarte steht für ein Stück meiner Erinnerung, aber nur ein kleines Stück. Meine Erinnerungsstruktur muss ich alle 100 Nummerkarten sammeln. Hier ist Bronx Deck zurück. Danke, dass du ein Wort hast. Du bist ein guter Duellant. Man sieht sich. Also ich hab's ja schon mal gemacht, also dann habe ich seine Signature-Karte schon. So. Ich weiß nicht, wo war ich stehen geblieben. Ich habe das ja schon gemacht, darum kriege ich die Karte nicht. Und dann spielen wir es einfach ausflippen. Ich hab keine Ahnung, was das so abgeht, aber gut. Durch die Ratschläge von Aspel verbessern sich Jumas Duellfähigkeiten. Dieser neue Erfolg zog jedoch auch neue Duellanten an, die auf Jumas Nummerkarten fokussiert waren. Ein solcher Konkurrent war Flip Turner. Und als Flip herausfand, dass Yuma mehr als eine Nummernkarte hat, wurde sein Fokus noch deutlicher. Ich schätze, es gibt eine Menge andere Nummern. Umso mehr ich mir schnappen kann. Was ist los mit dir? Warum musst du immer so gemein sein, Flip? Bin ich gemein, die Welt aber schon. Deshalb habe ich auch die Hartitude gelernt, Yuma. Du weißt nicht, wie oft mich meine sogenannten Freunde und meine Karten betrogen haben. Wurde mir klar, dass auf der Kehrseite immer etwas los ist. Also habe ich etwas ausgenutzt. Wenn meine Freunde so taten, als wären sie nett, in Wirklichkeit aber gemein waren, würde ich so tun, als wäre ich fair, aber in Wirklichkeit schummeln. Okay. Und dann machen wir jetzt einfach das Duell. Weil ich keine Lust habe, den Text zu lesen. Und ich will mich nicht spoilern, vielleicht gucke ich mir Sex irgendwann mal an. Weil ich nicht weiß, ob ich mir Kinder angucken möchte, die ein Kinderkartenspiel spielen. A Children's Card Game. Ihr kennt das nicht. Ich finde das so lustig. Es gab tatsächlich so Leute, die sich von sowas triggern lassen. Da habe ich mir so ein Video angeguckt.
zu. Oh, Alter, da hat er ein paar Nummern. Terrorbite. Leviathan-Drache. Baby-Tiragon. Dein Monster ist Stufe 1. Und kannst abhängen und dann ein Monster der Stufe 1 wählen, das du kontrollierst. Das kann dein Gegner direkt angreifen. Okay. Ich habe mir da so ein Ding angeguckt. Ich habe mir da so eine Yu-Gi-Oh! Irgendwie Lofi-Playlist angehört und dann war das in diesen. In diesen Kommentaren gestanden, so ja. Hier, Yugi, die einzige Karte auf die Yugi, da war so was Yugi, der auf die so eine Karte geguckt hat. Und anscheinend, und da hat dann jemand geschrieben, so ja, das ist in Wirklichkeit quasi Pot of Greed, also eben Topf der Gier. Und er guckt halt eben darauf, weil einfach nur um herauszufinden, was das eigentlich kann. Das Spezial habe ich schon von der Hand beschworen. Okay, das kenne ich, glaube ich, mal schon. Grandbearer-Woche. Du kannst die Verteidigungsposition kriegen. Komm, nehme ich einfach mal. Ich glaube, wenn ich den beschwöre, du kannst. Warte. Du kannst einmal zur Stufe 4 oder Nigra Spezialbeschwörung von deiner Hand. Genau. Goblin. Bam. Und dann gehe ich auf Utopia. Und da gab es so Kommentare, die so geschrieben haben, so, hä? So, ja, warum sollte er drüber nachdenken, was Topf der Gier kann? So, weil der Witz ja dahinter ist ja natürlich, in der Serie erklärt jeder, was Topf der Gier kann. Und dass du zwei zusätzliche Karten ziehen kannst. Und für die Leute, die halt die Yu-Gi-Oh! Bridge Series kennen, die wissen dann, oh, 500, okay. Das ist fair, würde ich sagen. Und da weiß dann irgendwie niemand, was Topf der Gier kann, quasi. So, das ist dann, what is this Pot of Greed? Und sowas. Und, oder zumindest ist es, oder war das denn der Bridge Series? Oder, ist auf jeden Fall so ein Meme. Es ist gefühlt, also in der englischen Community ist es irgendwie so ein großes Meme. Weil die dann auch immer alle so sagen, so ja. So, was kann Topf der Gier? So, waren es zwei oder drei Karten? Der Effekt von Topf der Gier, der wird niemals ersichtlich sein. Diese Karte gegen ein Monster seines Gegners kämpft. Das Monster kann nicht angreifen, solange es offen auf dem Spielfeld liegt. Okay. Oh. Ein Kauknochen, was macht das? Drei Junior-Spielmarken, Spezialbeschwörung, eine Verteidigungsposition. Okay. Und da kommt halt auch diese, und da gibt es natürlich auch dies. Oh nein. Das Locoder. Und da gibt es halt auch diesen, oh, aufblühende Blumenzwiebel, ist aber ein Empfänger. Und dann gibt es halt auch diesen, diesen Joke. Indem die halt immer sagen, immer so, ha, I bet you in a children's card game. Und dann gab es so Leute, die es halt getriggert hat, weil Leute das so geschrieben haben. Und die dementsprechend dann so, oh, es ist aber ein Kartenspiel für Erwachsene und nicht für Kinder und dies und das und so. Naja, jetzt haben wir den Joke nicht ganz so, also wenn man es nicht so kennt. Ich kenne es auch nur durch die Abridged Series und weil ich mir ein paar englische YouTuber angucke. Deine Gegner Kampfschaden zufügt, gib alle offenen Zauber. Oh. Oh. Dixon der Schwertkämpferin. Und Axt der Verzweiflung. Verzweifle.
Nächste Runde greife ich direkt an. Sieht mir aus, als wäre das von Stroheim. Oh shit, ich kann ja nicht die von dem. Ich kenne ja kein Monster von mir. Kinkaboy. Oder Bio. Kann ich ja Spezialbeschwörung, wenn diese Karte das normal beschwören, du kannst ein Monster Stufe 1 in deinem Friedhof wählen. Einmal pro Spielzug. Ah ja. Ja, aufblühende. Achso. Normalbeschwörung beschwören aufgedeckt, kriegst du auf die Hand zurück. Und wieder Kauknochen. Muss ich gerade eine Tributbeschwörung durchführen eigentlich. Angriffe, 0 Angriffspunkte. Oh cool, Spiegelkraft. Giftschlangen-Spielmarke. Oh, Schieferkrieger. Wobei, der sollte eigentlich. Sie brauchen eigentlich bloß angreifen. Zuberritter. Weil die greifen wahrscheinlich hier meine pieksende Schwertkämpferin an. Komm, ich geh in die Battle Phase. Der legt dann bestimmt auch gleich was Cooles. Nochmal. Oh! Ah ja, stimmt, der könnte da nicht angreifen. Ha! Ich hab dich ausgetrickst. Ausgetrickst. Aber es ist gerade ein bisschen belastend, dass ich hier diese komischen Spielmarken da habe und den 0 Nachäffer. Und am Ende dreht das dann in Angriff und greift irgendwas dann an. Das wäre so gut. Ja, Mann, er greift was an. Ich wusste doch, dass er dumm ist. Oh. Rüstung der optischen Tarnung. Also kann die Lifebahn seines Griffs direkt angreifen. Oh. Was ist die Karte? Ein Monster. Oh, zerstöre das Monster. Der ist irgendwie ein bisschen wie Drillroid, oder? Lol. Ach, das Damage, weil die Karte ein Monster. Okay. Er zerstört es nicht einfach, auch wenn es in. Dann am Ende in Verteidigung ist. Okay. Nämlicher Vogel. Jetzt ist mir ein bisschen so ein Vogel. Nein! Gagaga Magier. Du kannst eine Stufe von 1 bis 8 benennen. Diese Karte wird zum Endphase die ganze Stufe. Oh, cool.
Ja, Beschwörung von deiner. Oh, wobei. Jetzt habe ich ihn schon beschworen. Ja, Mann. Endphase. Die piekst ihn dann in seinen Schritt so mit ihrem, was auch immer das ist. Oh, Sturmechse. Würde es ein bisschen wehtun. Nein. Tja, jetzt flippe ich. Und den beschwöre ich dann auch noch. Und ich habe kein Utopia mehr in meinem Deck. Das ist schlecht. Das ist tatsächlich... Hey, der hat sich gerade damit selber geblockt. Oh nein, der heimliche Vogel kann angreifen. Und er burnt mich zu Tode. Ist tatsächlich jetzt ein bisschen kacke. Das Wen, das du kontrollierst, das kann dein Gegner direkt angreifen. Es bringt mir tatsächlich aktuell eigentlich gar nichts. Oh, nice Nachäffer. Stimmt ja. Nachäffer kommt ins Spiel und dann Schieferkrieger. Battleface. Und heimlicher Vogel zerstört. Bam. Das ist das. Jetzt habe ich mich gerettet, Leute. Ich habe mich gerettet. Oh, Gehirnentführer. Ich brauche irgendwas von Stufe 3 oder so. Oh, cool, schwerer Sturm. Wobei, das bringt mir tatsächlich gerade gar nichts, wenn ich schwere Sturm aktiviere. Ich glaube, ich lasse es aktuell noch. Komm, ich setze sie. Endphase. Das dauert hier länger, als ich dachte. Und das Koala. Heulender Wind. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Nächstens in Beifahrer 1000 ATK und Defense. Recycling. Exis. Pow, pow, pow. Baby Tiragon. Dann... Benutze ich heulender Wind. Rüste ihn damit aus. Ach stimmt, ich kann mit ihm gar nicht angreifen. Ach, dammit. Ja gut, das war mega gewastet. Ich hätte es ihm geben sollen. Aber es hat auch irgendwie ein bisschen gewastet. Wenn ein Monster auf dem Spiel wird, in dem nicht durch Kampf zerstört werden,
Okay. Gut, ich hätte noch schwere Sturm spielen sollen im selben Zug vielleicht. Das wäre nicht schlecht gewesen. Oh nice, Gagaga-Magier. Hol ich den Goblin? Nein, ich will es nicht aktivieren. Ich will nicht die Blumenzwiebel beschwören. Oh. Ja gut. Eigentlich wollte ich jetzt Gagaga-Magier beschwören. Doch, ein Monster ist der Stufe 4 und ich will glaube ich schon von deiner Hand beschwören. Wähle ein Monster aus, komm. Oh, einer für einen. Ja, der sagt aber nicht, dass er nicht als... Diese Karte kann nicht als Synchro-Material verwendet werden, okay. Hand auf deinem schweren Monster Stufe 1, das wird von deiner Hand oder deinem Deck... Nein. Wieso kann ich die nur setzen? Macht halt überhaupt keinen macht halt überhaupt keinen Sinn. Aktuell. Ach ne, stimmt ja, ich kann ja nicht mehr. Ich kann ja das Koala gar nicht angreifen. Na gut. Ich wollte eigentlich bloß eine Karte weg haben. Die Dekobold. Wieso kann ich die nicht flippen? Ach, ich kann nur ein Gaga. Dammit. Dann ist halt auch ein Tuner. Ach, dammit. So, schiefer Krieger. Ja, gut. Ich hätte eigentlich jetzt schwere Sturm aktivieren können und ich mein Ding vom meine Gagaga-Wache wieder bekommen. Narrenkonfit. Ich hätte euch das Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Einfach wieder ein offenes Monster, das der Gegner kontrolliert, gibt es auf die Okay. Dann aktiviere ich jetzt einfach schwere Sturm. Jetzt einmal einen Angriff bitte.
Ja, wieder Kauknochen. Oh. Eigentlich wollte ich das Koala zerstören, ja. Na gut. Und er spielt wieder Schieferkrieger. Ein Flelf. Du kannst ein Monster in deiner Hand vorzeigen, erhöhe die Stufe dieser Karte bis zu Ende. Oh mein Gott. Die Stufe des Monsters, das wäre so gut gewesen vorher. Und jetzt muss ich eine Runde warten, bis ich das kann. Und dann kann ich endlich diesen Leviathan-Drachen beschwören. Und dann kann ich das Duell beenden. Nein, ich ziehe nur verräterische Schwerter. Ah. Ohne Witz, ich habe bald keine Karten mehr in meinem Deck. Ich muss noch duschen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt eine halbe Stunde für dieses Duell brauche. Wir sind schon in 4-5. Exis Wiedergeburt. Oh, endlich. Nein, nicht schon wieder Gehirnentführer. Achso, na gut. So, jetzt wird's Zeit, Utopia zurückzuholen. Beschwöre ich diesen Flelf und dann greife ich es mal an mit dem Flelf. Ne, ich möchte den Effekt von Utopia nicht aktivieren. Okay, wenn du das öfters machen mit dem Kartenziehen. Da, oh. Dann habe ich tatsächlich noch einen Vorteil. 3. Effekt aktivieren. Jetzt gehe ich auf Leviathan-Drache. Dann ende ich ihn mal in Verteidigung, weil kann er eh nicht angreifen. Oh nein, er burnt mich jetzt wieder mit dem heimlichen Vogel weg. Das ändere alle auf eine Monsterstufe 3 oder niedriger in die Angriffsposition. So, eine ganze Wohltat.
Exis Wiedergeburt. Oh, wobei die Peaks sind der Schwertkämpferin, die hätte ich eigentlich brauchen können. Oh, Nachäffer. Ja gut, ich bin gleich decktot. Und er lässt ihn offen. Und er spielt das Koala. Da fließt ja. Oh ja, moin. Ach Gott. Ey, ich hab verloren. Ja, gut, ich gebe einfach auf. Ich bin nächste Runde down. Um Peaks eine Schwertkämpfer direkt angreifen zu lassen, ja. Das wäre, glaube ich, mal besser gewesen. Hätte ich nicht abwerfen brauchen. Na ja, gut. Ja, dann probiere ich es beim nächsten Mal einfach nochmal. Und dann hätte ich einfach gesagt, bis zum nächsten Mal.